Common Volley Masters hier in München. Es ist ein spezieller Moment für die Nationalmannschaft, jetzt hier zu spielen, wieder mal. Ja, das ist natürlich klar. Also, es ist super, dass wir hier auftreten und dass wir nach letztem Jahr nochmals eingeladen wurden. Das ist natürlich ein gutes Zeichen und wir müssen uns mal unbedingt wieder bestätigen, dass wir wirklich einfach um jeden Ball kämpfen und dass die Erfahrung wirklich voll sind. Wie siehst du jetzt das Game gegen Brasilien, die Nummer 1 der Welt los? Ein schwieriger Match? Ja, ist klar. Wir sind Olympiasieger geworden. Es wird natürlich extrem schwierig. Wir müssen halt andere Ziele setzen. Das Ziel ist wirklich, dass wir für jeden Ball kämpfen und dass wir ein paar Duelle gewinnen, dass wir sie mal einen Block haben, dass wir mal einen guten Aufschlag bringen und dann sehen wir, was rauskommt. Aber es ist natürlich klar, dass der Ansatz im Spiel anders ist, als wenn man jetzt gegen Lettland spielt. Wie siehst du jetzt eben noch? Es sind hier ein paar dabei, die haben Goldcoach, sind erfolgreich und so. Die haben noch ein paar Junge im Team. Wie kann man so Junge auch vorbereiten auf so ein Spiel? Ist das nicht wegen der Nervosität das Problem? Ja, also es ist klar, die ganze Nationalmannschaft an sich ist eigentlich extrem jung. Von dem her ist es wirklich wichtig, dass wir auch viel spielen auf diesem Niveau, auf dem europäischen Niveau. Von dem her ist es wirklich cool, dass wir hier teilhaben. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr noch mehr Competitions wird geben wird, mit Euroleague und mehr Freundschaftsspiele, als wir dieses Jahr haben. Das ist extrem wichtig, weil nur so können wir älter werden als Team und so können auch alle Spielerinnen Erfahrung sammeln auf dem Niveau und schlussendlich hoffentlich mal die Spitze kriegen. Wie ist es so, dass ihr gerade die EM die Halle noch bestritten habt, knapp nicht geschafft? Wie ist es mit dieser Enttäuschung vielleicht umzugehen? Ist eine Enttäuschung da? Ja, also ich persönlich bin schon enttäuscht. Es ist natürlich schade, dass wir es so knapp nicht geschafft und vor allem zu gar nicht den Start verschlafen, sagen wir so. Aber ja, ich glaube, die Schweiz braucht noch 2-3 Jahre, vielleicht, bis ich aus eigener Hand qualifizieren für die EM. Es hat gezeigt, dass wir jetzt schon näher dran sind, dass wir die Ukraine können schlagen können, weil es weiter vorklassiert ist. Aber das müssen wir wirklich mal schaffen, das brauchen wir noch mehr Zeit. Und vor allem so Spiele, wie wir heute Abend gegen Brasilien, dass wir da wirklich wachsen können.